Ja, und hallo, da grüße ich euch und ich muss direkt ein Standbild einfügen, um etwas zu erklären, bevor es zu Missverständnissen kommt. Ihr seht ja jetzt dort oben 27.350 Erfahrungspunkte. Im Level 21 haben wir jetzt. So, ich habe mir das so gedacht, da ich in der letzten Folge schon was angeteasert hatte, dass ich etwas vereinfachen will. Und das wird ab dieser Folge, also ab dieser Trapper-Folge, die Nurse-Folgen sind jetzt schon alle fertig. Also bis zum gewissen Punkt sind die jetzt schon fertig, alle, die ich vorproduziert habe. Aber das wird jetzt nach und nach, wird das jetzt alles einheitlich. Mit dieser Methode hier wird das jetzt, und zwar, dass ich immer, wenn ein Zyklus bis zum nächsten Level, zum Beispiel von Level 1 an bis Level 20 sind es ja 50.000 Erfahrungspunkte immer, dass das immer aufgerechnet wird und dann wieder bei 0 anfängt. Man steigt ein Level auf, bupp, wieder 0 Erfahrungspunkte. Und die Erfahrungspunkte, die dann beim Erreichen überschüssig waren, die zählen dann natürlich schon für den nächsten Zyklus rein. So. Ich hoffe, damit sollten alle Zweifel beseitigt sein, alle Missverständnisse, und das wird dann in der nahen Zukunft sozusagen, wird das denn nach und nach um sich greifen, nach der letzten Nurse-Folge, denn die sind ja jetzt schon alle fertig, wie ich schon gesagt habe, und ab dieser Trapper-Folge wird das so stattfinden. Ich denke mal, das ist einfacher und ich höre auf zu quatschen, ich quatsche schon wieder lang genug, es tut mir mega leid, viel, viel Spaß. Ja, wir sind natürlich wieder auf einer absoluten Scheißmap für den Trapper gelandet. Scheiße. Ja, mal wieder hier, ne? Wisst ihr Bescheid. Die erste Runde wird schon mal nix. Das steht fest. Ich, hä? Hier, wo ich meine? Scheiße. Gut. Oh, Junge. Keller, Keller, Keller. Keller, 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 Keller. Sehr gut. Hier werden wir mal ein bisschen für sorgen, dass hier ein bisschen, ne? Keiner retten. Er war schon ad absurdum. Sie ist gestorben. Ist gut. Ja, nice. Bin noch einen nach da hinten kriegen? Ich glaube nicht. Das ist natürlich eine Sache. Gar nicht so verkehrt ist. Und da hat er. Das war ein Rabe hochgekommen, aber ich muss hier zurück zu meinem Reich. Gerade jemand? Ist auch gestorben. Ich meine, ich find's okay. Hab ich einmal Glück. Kima, 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 Kima! Dumme Sau! Gibt's doch nicht, ey. Kann ich? Das will ich jetzt ausprobieren. Kann ich? Ah, ich kann keine Dings machen. Warte mal.
Aber ich kann hier nebendran eine Falle machen. Falls sie nach links oder rechts abhauen wollen. Einfach mal einer reingesetzt. Da hinten sind alle Fallen eigentlich durch. Leise. Gewartet. Ah, hier unten blickt man schlecht durch, ne? Ja, sag mal. Da ist er, Alter. So. Moin. Du willst raus, ich weiß. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das Problem ist, hier ist nicht der Keller. Aber hier ist ein Haken. Das war die Palette. Ach so. Natürlich. Oh, ey. Da ist ein fetter Drache. Ey, Junge, warum springt, es springt immer wieder einer runter. Ich kann machen, was ich will. Es springt immer wieder einer runter. Immer wieder springt einer runter. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Frage, kann die Dings... Er hat sich geheilt. Er wird nichts mehr machen. Heißt, vorbereitet für den Ernstfall. Alter, krass. Sieht heftig aus. Wer hat Glück? Alter, war das gut. Diese... Kann die da unten spawnen? Ach du Scheiße. Naja, gut. Schauen wir uns mal den Mond an. Ist das nicht schön? Erste Runde lief doch gar nicht mal so schlecht. Gut, aber auch nur, weil sich da haben zwei Leute sterben lassen. Die hat nämlich absolut keinen Bock auf Basement Trapper. Absolut gar keinen Bock auf Basement Trapper. Hauptsache Meta-Scheiße bei, ne? Hauptsache die absolute Meta-OP-Scheiße mit bei. Aber nichts auf die Kette. Basement Trapper, scheiße. Ich hab keinen Bock. Naja. Sehen, wie es weitergeht. Auch schon wieder so toxisch aus, ey. Hand weg. Hand wieder da. Hand weg. Und wieder da. Ich hab schon wieder vergessen. Runde geht los.
Ja, die Hand ist wieder da, ihr seht es. Ja, ich habe vergessen, mal wieder. Und ja, war ja wahrscheinlich lustig. Und ja. Das passiert, wenn man zu viel bei Daylight spielt. Man wird bescheuert. Man wird bescheuert, man fängt an, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Aber ja, was willst du machen? Das ist der Preis. Das ist der Preis dafür. Der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Alter Vater. Stehe ich hier natürlich. Schade. Halt nix. Wein gehabt. Der noch drauf ging, ja. Erstmal gegentreten. Bisschen was hier Rückschritt machen. So ein kleines bisschen minimal. Ja, hier ist abgetrappt, meine Liebe. Scheiße, ne? So, Frage ist jetzt. Eigentlich müssten wir wirklich nach hier hinten. Sind nämlich zwei Gens zu verteidigen. Ja, komm. War klar. Oh, ey. Ja, natürlich. Okay. Hier hatte ich in den letzten, beim letzten Mal hatte ich hier. Hä, sag mal, warum? Wie lange man geblendet bleibt, Alter! Das ist doch nicht normal, Junge! Ey! Gut. Kann ich nicht mehr verteidigen. Scheiß Map, SWF. Ah!
Die ist dran. Die muss sterben. Dieses Versuchen zu retten, Alter! Komm, mach die Gens fertig, Mann! Boah, Junge! Mach den letzten Gen fertig, Mann. Scheiße. Keller muss in den Umweg laufen. So. Sag mal bitte, wie lange bin ich geblendet? Das muss mir mal jemand beantworten. Wie lange kann man geblendet sein? Ich habe mal hier eine Falle reingesetzt. Jetzt sind die mit drei Pissern da dran, ey. Die ist schon wieder aufgestanden, Alter. Die wurde doch eben erst eine Falle deaktiviert, Mann. Warte mal. Da müssen wir jetzt hinterher. Da müssen wir jetzt mal gerade hinterher. Die heilen sich jetzt, Alter, weil ich hier lahmarschig bin. Wie so ein Affe. Sehr gut getankt. Sehr gut getankt. Hast du sehr gut getankt. Du hast sehr gut getankt. Du hast sehr gut getankt. Link. Ach, jetzt geht das los, Alter. Alter. Es ist so
Es ist anstrengend. Keller, wir brauchen Punkte. Ich habe jetzt übrigens die Opfergabe, Hinterhältigkeit. Tja, hätten sie mal lieber statt zu versuchen zu retten. Also wir müssen weg, weil der Timer läuft weiter. Weil es leben noch 3 Leute. Das ist unfassbar! Es ist unfassbar! Es ist unfassbar! Es springt, du gehst, ist doch scheißegal, Alter. Komm, Junge. Ist doch scheißegal, wir springen trotzdem runter. Ist doch egal. Ist doch egal. Komm, Wurst. Ist egal. Nicht so schlimm. Das ist der Keller. Gut. Boah, Junge, ey, habt ihr das gesehen? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Vorbereiten. Ey, ne. Flink vorbei. Wenn die Palette nicht gestanden hätte, wäre sie geradeaus weitergelaufen. Es ist unfassbar. Es ist halt einfach unfassbar. Wenn sie nicht wickelt. Wenn sie nicht wickelt, hole ich mir natürlich die Kellerpumpe. Oh. Das tut mir ja leid. Nein, tut's nicht. Wir haben Nowhead aktiv. Damit mache ich den Türrahmen jetzt kaputt. Da sind wir dann auch durch. Eieiei. Wir sind aber ganz gut. Ganz gute Punkte. Ganz gute Punkte. Die Cheryl, ja, die ist natürlich voll in die Falle drin gelaufen. Deshalb war die so schnell hinter mir. Das spielt auch nicht jeder. Alter Rahmen. Na gut, okay. Vorproduzieren. Nächste und wahrscheinlich letzte. Ich bin, hallo, Runde 3. Ich bin etwas unpässlich gewesen gerade. Ein kleines bisschen aber nur. Aha! Da war ja direkt einer. Ein kleiner Schlumpf. Palette. Pff. Alter. Du bist halt blöde Potsau, ne?
Palette. Guck mal, wie die entlang glitscht, Alter. Das waren da mal zwei Gens. Das waren dann mal zwei Gens. Last Second Switch, der Pisser. Kannst die teilweise nicht aufheben, ne? Hier ist der Keller. Das ist schon mal sehr gut. Diese Tankerei, Alter, ne? Diese Tankerei, Junge, ey. Und dann wundern die sich, wenn man tunnelt. Diese blöden Pottsäuer, Alter. Alter. Scheiß SWF, Junge. Merkst du sofort. Ja, ja, ja. Ah, schön schnell. Wenn ich das versuche, geht das nicht. Wenn ich das versuche, geht das nicht. Nur mal so als Info. Ach, guck mal. Das hasse, ne? Alter, guck mal. Guck dir das mal an, Junge. Ey, die haben keine Angst. Die haben keinerlei Angst, Alter. Haben halt instant keine Angst, ey. Keine Angst haben sie. Komm, Baby, komm, bitte, 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 bitte. Guck dir das an, ey. Ihr seid schon tryhard drauf, ne? Wollte ich euch nur mal sagen. Sowas ist tryhard. Tryhard SWF as fuck, Junge. Aber richtig. Das ist brutal. Und dann noch Dead Heart. Natürlich ist da noch Dead Heart im Spiel, Alter. Ja, pass auf, Leute, ne? Ey, es ist unfassbar, ne?
Wie konnte die jetzt noch dingsen? Wie konnte die jetzt noch da rumrennen? Das muss mir mal jemand beantworten. Die hatte eben noch den BT-Status. Wie geht das? Wie geht das, dass die noch den BT-Status hatte? Das ist richtig brutal, ey. Die sind tryhard sowas von am Arschen, ne? Ich komme ja schon. Sorry, Alter, ey. Ich wollte euch das nur mal sagen, ne? Na? Wollt ihr? Oder wollt ihr nicht? Die hauen jetzt ab. Natürlich noch ein paar Punkte. Ja, ja. Naja, zwei Kills. So in Ordnung. Gegen diese Schwänze. Naja, egal. Das war's. Der schöne Note kam leider nicht zum Einsatz. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben eine stolze Punktzahl. 77.000 Erfahrungspunkte in dieser Runde. Richtig krass. Und ich sehe wieder, die Sachen sind halt alle vorproduziert. Ich war der Meinung, Hinterlist bringt mir mehr. Aber ich sehe jetzt für die letzten Runden, dass Opfer vielleicht doch auf dem Trapper ganz gut wäre. Ja, aber Bonuspunkte haben wir richtig geil gemacht. Ist super gelaufen. Ja, es waren absolute Tryharder unterwegs, ihr habt es ja gesehen und von daher, ich musste rigoros, ich hab gemerkt, wie mein Puls nach oben ging, aber danach war wieder alles gut. Wir sind ein Level aufgestiegen, wir sind Level 22 und ich hoffe, ihr habt das mit dieser Punkteanzeige oben links zum Schluss, denn wo wir das Level erreicht hatten, habt ihr denn den Verstand? Also das kann ja jetzt nicht so schwer sein, so genau, also... Diesbezüglich wird das halt in den folgenden Sachen beim Trapper sowieso sein, bei anderen Killern auch und bei der Nurse, sobald ich wieder zurück bin und neue Nurse-Folgen aufnehme. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, schaut in die Umfrage rein, das ist sehr wichtig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Over, Played and Out. Tschüss.